Buongiorno, meine kleinen Makaroni, zu einem neuen Part von One Piece Round the Land. Im Buggys verrückten Zirkus befinden wir uns und gehen jetzt weiter in Gebiet Nummer 2, wo wir im ersten Part aufgehört haben. Jetzt werden wir erstmal mit Zorro weitermachen. Erstes Gebiet mit Ruffy, jetzt machen wir mit Zorro, ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Und wir laden erstmal das Spiel. Alles noch relativ ruhig, man hört nur mich, yay. Und das Knacken war jetzt mein rechter Fuß. Buggys verrückter Zirkus, Gebiet 2! Im Irrenhaus! Ja, überhaupt nicht selbstverliebter Gute. Erstmal ein bisschen einsammeln. Ich habe auch früher mal versucht, möglichst alle Ballons einzusammeln. Mist, ich dachte, das geht. Dass ich die kaputt machen kann und... Aber naja, sollte nicht sein. Wollen wir erstmal ein bisschen hier rüber, ne? Ausweichen und so weiter. Ich finde es auch gut, dass wir hier die original japanische Ausgabe haben. Also vom Gequatsch, jetzt habe ich's, meine Güte. Das ist nicht selbstverständlich, weil... Ah. Boah, das hört sich echt grausig an, Alter. Okay, da ist nichts. Nichts von Bedeutung. Ein Trampolin. Yay. Warte mal, was sagst du denn dazu? Trampolin, mit dem Trampolin kannst du dich hoch in die Luft schwingen. Was du nicht sagst. Ein exaktes Timing deiner Sprünge lässt dich noch höher fliegen. Aha. Okay, bevor ich lande. Na, komm. Und yes, wenigstens noch einer erwischt. Warte. Mist, ist auch egal. Scheiß drauf. So, wumm, wumm, wumm. Erstmal hier runter, ein bisschen einsammeln. Man kann ja immer, man kann nicht genug Geld haben. Ach komm. Weil ich gerannt bin, ging es nicht, oder was? Nein, nicht mit. So. Einmal ein Lockboard. Da unten haben wir was für uns. Bats. Oh ja, geil. Ein bisschen Kleingeld. Ah, jemand ein bisschen Kleingeld. So. Fahre ich nach oben. Ich möchte noch ein bisschen... Wo bleiben eigentlich unsere Feinde? Wir brauchen noch ein bisschen... Mongos, die wir verprügeln können. Wiederbelebung. Go. Ja, das wollte ich nur mal kurz demonstrieren. Wenn man runterfällt, die Rettungsfähigkeit, ne? Raffi hat da unten links noch eine 2, eben war es eine 3. Jetzt eine 2 stehen. Zweimal kann ich hier noch runterfallen, dann kann er mich retten. Und ansonsten krepiere ich. Ganz elendig. Ah, ich hoffe, das ist hier eine Leere. Hey, ich wollte... Hey, ich wollte... gemein. Wie kannst du es wagen? Ja, ich finde es ganz witzig. Ich freue mich, dass du dich freust. Eigentlich freut es mich nicht, aber ich bin mal so nett, ne? Da ist Raffi. Die sind teilweise doch ein bisschen nervig.
Wow, der hält ja gar nichts aus. Das ist mit einem Schlag hinüber. Lutscher. Mann. Hihi, down. Ich glaube, ich kann auch weiter nach unten, ne? Ich gehe mal hier. Ja, da ist noch was. Ah, ein bisschen was zu essen. Da freue ich mich. Also, ich war früher besser in dem Spiel, muss ich ja mal sagen. Ist ja auch schon ein bisschen peinlich, ne? So, erstmal hier den Schatz mitnehmen. Den Schatz des Holländers, da freut er sich. Flügi. Halt, ich bin noch nicht hier ganz oben. Nein! Nein! Das habe ich vergeigt. Wenn die Kiste runterfällt, ist sie weg. Nein! Das wollte ich nicht. Scheiße. Kann ich mich selbst umbringen, um das nochmal zu resetten? Kacke, das wollte ich jetzt echt nicht. Ja, rette mich! Danke, Raffi! Boah, das war jetzt doof, ey. Ja, so habe ich schon früher immer meine Schätze vergeigt, nämlich einfach schmeiße, nicht treffe, fällt runter und es ist vorbei. Warte. Komm, du mir mal nach oben. Kleiner. Huch. Ja, ich hab's vergeigt. Schatz ist weg. Ganz geil. Scheiße. Ach ja, es hieß ja auch, man kann nicht jeden Schatz mit jedem tragen. Das liegt daran, je nachdem. Also, es gibt einmal diese kleinen hölzernen. Die braunen Kisten. Und dann gibt's noch silbernen, die ich eben mit Zorro weggeschmissen habe, weil ich so schlau bin. Dann gibt es noch Goldkisten, die können nur bestimmte Charaktere tragen. Also wirklich starke Charaktere. Mit ordentlich Schmackes in der Ärmchen. So. Einmal hier Lockport, ne? Ja, das habe ich super hingekriegt. Vielleicht hätte ich einfach nicht springen, hochspringen, sondern einfach drunter her. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber egal. Nein! Ich gewöhne mich auch langsam daran, wie man springt. So, wir kriegen auch ordentlich Kohle dabei. Das ist sehr schön. Ach, da bist du. Alter, richtig zersäbeln hier. Ja, Trampolin. Ich krieg's langsam auf die Reihe. So. Ist auch alles ein bisschen ruhiger hier. Es ist nicht so actionlastig wie andere One Piece Games, die man halt kennt. Aber es macht trotzdem richtig Laune. Und ich hoffe, es gefällt dir auch. Hallo? Ah, ich dachte schon. Nein! So, die lasse ich erstmal hier. Oh, scheiße, das ist schon das... Ah. Letzte Fähigkeit. Yay! Das war jetzt nicht besonders gut, möchte ich mal behaupten. Aber hey, es hat geklappt. Und das Zelt darf ich nicht zerstören, sonst komme ich nicht nach oben. Ja! Schieß ich zum Zun! Aua, falscher Knopf! Stirb, Mongo! Mal kurz schauen. Ich gehe erstmal hier unten ein bisschen durchgucken. Den ausschalten. Ah, Onigiri mit Stürmen. Okay, ich gewöhne mich langsam an die Steuerung. Man muss erstmal wieder reinfinden. Halt. Halt, geh doch da hoch. Ah, okay. Okay, da kann ich nur mit jemandem hoch, der wirklich hoch springen kann. Das ist auch das Coole. Man hat hinterher wieder den Anreiz, alles nochmal neu zu machen, weil man mit bestimmten Charakteren, die man erst später kriegt, auch bestimmte Orte entdecken kann.
Was nochmal für ein bisschen mehr Abwechslung sorgt. Also man kann nicht einfach durchrennen. Wie so ein Dämmel. Man muss auch dann wieder zurückrennen und alles gucken, wo noch was war und so weiter. Deswegen, es macht Spaß. Es ist sehr umfangreich, das Spiel. Das gefällt mir so an Raum The Land. Jetzt möchte ich erstmal nach oben den letzten Ballon einheimsen. So. Falsch, ich muss hier. Halt. Mann, jetzt geh doch. Jo, die Kiste ist unten. Okay. Ja, da ist die Kiste. Nein! Oh! Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Nein, da komme ich nicht hoch. Da brauche ich einen anderen Charakter für. Welche man dafür braucht, das werden wir aber erst im Laufe des Spiels erfahren. Ich weiß es natürlich noch einigermaßen. Von daher... Was man auch nicht machen darf, ist die Kiste jetzt einfach dahin schmeißen, weil man kann sie nicht mehr hochheben. Und dann ist sie auch verloren. Gebiet geklärt mit einer Kiste zu wenig. Und... Yay! So viel Kohle. Ob das unser Bargeld aufpeppt, wir werden es nie erfahren. Ja, das ist der Schatz. Die sagen immer dasselbe, nur mal so nebenbei. Eine Stärke wiederhergestellt. Ich hätte eigentlich zwei haben können. Result! 86%, ja, man kann hier alles einsammeln. Wenn wir einmal komplett durch sind, dann gehen wir nochmal die Level durch, im Eilverfahren, und sammeln einfach alles ein, was noch fehlt. Sehr schön. Man kann es auch wegdrücken mit Start, wie man sieht. Und es geht weiter. Wir machen einfach direkt weiter. Wieder mit Raffi. Mit Luffy-kun. Und laden erstmal das Spiel. Laden. Ich würde jetzt sagen, ich könnte jetzt sagen, ich schneide diese Lademomente raus, aber mache ich eh nicht. Buggys verrückter Zirkus, Gebiet 3. Ey. Ja, was uns da erwarten wir, das werden wir gleich erfahren. Yes. Money, money, money. Ich meine nicht Mami, und ich meine nicht Money, das Mammut. Lady Alvida. Willkommen, ihr tritt jetzt gegen mich an. Keine Reibung. Aha, ich möchte mich aber mit dir reiben. Vorsicht, glatt. Aber es heißt reiben. Okay. Betz, komm her. Wow, ouch. Komm her, ich box dich weg, Mädel. Aber oder auch nicht. Ah, scheiß die Wand an. Boah, gefährlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das nochmal genau ging, ob ich auch zu ihr hochrennen kann, um sie zu verprügeln. Jo, kann ich sogar. Cool. Oder nicht? Ah! Aber ich kann nochmal nachtreten. Cool. Habe ich vergessen. Na du? Pippi? Verdammt, das ist heute nicht mein Tag. Ja, da hast du recht. Stampe! Stampe! Betz, voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Komm her, Schnucki! Yes, Alter! Richtig schön zerfetzen, die Alte! Alter, die hält ganz schön viel aus! Und ich bin nach ein paar Schlägen schon down! Komm her! Yeah, geschafft! Ha, tot! Ja, wirklich Talent! Frauen zu verprügeln! Und? Ah, das war's schon! Cool! Einfach nur ein kleiner Bosskampf! Gebiet geklärt like a boss! Result! 100% der Ballons! Yay, yeah, 100.000 Berry! Und?
Und sie kriegen auch wieder auch nochmal 1 Million Berry. Yay! Keine Schätze, mentale Steigerung. Und mentale Steigerung. Wir sind so Imba. Ich werde König der Piraten. Ich drücke einfach mal Start. Und wir beenden den Part. Yay! Gebiet 4 gibt's im nächsten Part gleich übermorgen. Ich werde hier mal gucken, dass ich möglicherweise, also möglichst kurz Parts einhalte. Und ja, mit 15 Minuten, das ist ganz gut. 15 bis maximal 20 passt. Das nächste Gebiet schaffen wir niemals in 5 Minuten. Und in dem Sinne, ne? Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Gleich übermorgen, wie eh und je. Tüdelü. Gib einen Daumen nach oben.